Hey und willkommen zum dritten Teil des Buildcraft Guides. Und heute geht es eigentlich um die eigentlichen Arbeiter von dem Mod, und zwar die Pumpen und die Miner. Sprich, ganz simpel gesagt, es gibt drei Stück. Und zwar erstmal der Mining Well, ganz ganz simpel, der bohrt sich einfach geradeaus nach unten. Aus dem Mining Well kann man eine Pumpe machen, wie ihr sehen kann das Ding Wasser pumpen, wer hätte es gedacht. Und dann gibt es noch den Quarry, der ist etwas komplizierter, zu dem komme ich dann aber gleich. Fangen wir erstmal mit dem einfachsten an. Und zwar der Mining Well. Der muss wie jede andere Pumpe, oder besser gesagt wie der Mining Well, muss auch die Pumpe und der Quarry mindestens an einer Steam Engine angeschlossen werden, denn die Redstone Engine wird damit nicht fertig. Also, was ihr einfach machen müsst, wenn ihr den Mining Well habt, ihr platziert ihn irgendwo, und sobald ihr den powert, wird jedes Mal, wenn die Pumpe dort anschlägt, ein Rohr praktisch nach unten gegraben bis zum Bedrock, was in dem Fall nur drei Blöcke tief ist. Danach kann man sie wieder abschalten, denn ansonsten verbraucht ihr nur unnötig Kohle. Und was hier eigentlich ziemlich unnötig war von mir, ich habe hier eine Wooden Piping gemacht, das bräuchtet ihr, also das braucht man eigentlich überhaupt nicht. Reicht schon, wenn man da eine Stein-Röhre dran macht und dann werden die Sachen einfach transportiert, wie hier zum Beispiel in die Kiste. Bei der Pumpe, also wie man jetzt eine Pumpe macht, ihr braucht erstmal den Mining Well, und wie das genaue Rezept ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall steht das im Wiki von Buildcraft, was nochmal in der Videobeschreibung ist. Und zwar, wie gesagt, ihr braucht auch eine Steam Engine, die ihr auch mit Kohle powern müsst. Und ich habe bis jetzt hier noch das Ding nicht einmal angeschaltet, und ihr seht schon, sobald Wasser unten drunter ist, fährt sich das Ding praktisch aus. Da gehen keine Ressourcen oder so verloren, also keine Angst. Als nächstes, wie ihr seht schon, hier ist ein kleiner Unterschied zwischen den Sorten, und zwar sind das hier Waterproof Pipes. Das sind praktisch die normalen, nur hier was Grünes, was aussieht wie Algen oder so, einfach darstellen, dass die Dinger wasserdicht sind. Und zwar, wenn ihr dann das Ding einschaltet, wird hier Wasser gepumpt, und wie ihr seht, wird das hier gespeichert in diesen Tanks. Und diese Tanks sind eigentlich was ganz Lustiges, und zwar könnt ihr die anders wie Glas immer wieder anders wie Glas könnt ihr die platzieren und wieder abbauen. Und auf anderen wieder drauf. Und da ist gar kein Limit gesetzt. Also ihr könnt die bis zu den Wolken hochbauen. Was das jetzt bringt, naja. Und da könnte man sich eigentlich ganz simpel eine unendliche Wasserquelle machen, indem man ganz einfach hier die auf den Seiten wegtut und nur ein 2x2 großes Feld da lässt. Und jetzt zum letzten Teil, und zwar der Quarry. Der ist eigentlich der komplizierteste. Vom Grund auf, wenn ihr den so platziert, habt ihr hier ein Gerüst, wo der sich dann später die Frames, also praktisch die Außenhülle daraus baut. Ja, wo dann praktisch das Gerüst, also es ist praktisch das Gerüst, wo dann der Bohrer rund läuft. Wenn dieses Feld vielleicht zu klein ist, kann man das auch vergrößern, und zwar mit diesen Landmarks. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr müsst darauf achten, dass die immer in einer Achse natürlich zueinander sind. Und zwar braucht man davon vier Stück für die X- und Y-Achse, das heißt praktisch 2D auf dem Boden. So, dann einmal Rechtsklick drauf, und ihr seht praktisch so eine rote Linie. Allerdings muss das Ganze dreidimensional sein. Also noch die dritte Achse, und zwar die, wer ist er nochmal? Z-Achse oder XY? Ja, Z. Okay, jetzt hat man hier das Gerüst, oder zumindest die Form, wie das Gerüst sein soll. Und da muss man einfach nur noch an so einer Landmark das Ding platzieren. Und tada, das Ding ist fertig platziert. Das hier hatte ich jetzt einfach mittendrin,
mittendrin hier platziert. Um es einfach zu zeigen, dass es praktisch genau den gleichen Weg geht wie der Mining Well. Wie die Puppe jetzt nicht, aber zumindest wie der Mining Well. Dass da Sachen rausgeschossen kommen und dann direkt in die Röhren transportiert werden. Wenn ihr zum Beispiel keine Röhren da dran tun würden, würden die Items einfach an der obersten Seite, also hier, einfach rausfliegen und ihr könnt sie aufheben. Auf jeden Fall, ich könnte noch gerade zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man das Ding noch powert. Und bei jedem Schlag von der Pumpe wird sich dann jetzt eine Frame bauen, bis das ganze Gerüst vollendet ist. Und das kann natürlich länger dauern, wenn ihr hier ein größeres Gebiet macht. Und so nebenbei, das Limit von diesen Markierungen ist 64 Blöcke jeder Achse. Also ihr könnt 64 Blöcke in die Richtung und 64 Blöcke in die Richtung machen. Natürlich, bis ihr dann beim Bedrock seid, das dauert eine halbe Ewigkeit. Wie ihr seht, der hier ist schon voll. Und wer sich wundert, warum die Pumpe jetzt grün ist, oder wer mehr erfahren will über die einzelnen Pipes, kann sich hier nochmal also den ersten Part angucken. Dort erkläre ich die Maschinen schon so und die einzelnen Röhren. Aber nicht die Waterproof, also nur die Transportpipes. Und das war's dann auch schon zu diesem Tutorial. Tschüss!